einen wunderschönen guten Tag und hallo alle miteinander. Ja, ich stehe jetzt hier vor einer weiteren verschlossenen Tür im Adanus-Tempel. Wir nähern uns der Tür und sollte sie aufgehen, wenn ich mich daran nähere? Und was passiert dann? Ja, sie geht auf. Langsam und spannend. Ui. Ja, da haben wir ihn wieder. Das ist mal eine tolle Begrüßung, finde ich. Eine richtig diabolische Begrüßung. Ja. Da hinten steht einer. Also erstmal ersichtlich. Da stehen zwei. Der hat mich schon zum Beispiel gefunden. Und hat schon sich bewaffnet. Dann machen wir mal Folgendes. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen die AI austricksen. Na? Ah, und zwar indem er selber kommt. Ich komme. Kuckuck, hier bin ich. Kuckuck, hier bin ich. Okay, ich speichere mal ab. Jupp. Dann, Genau. Na? Oh, sind da gleich drei, die da hinten noch, die mich bis. Oh. Der ist also noch zu nah hier an der Dings, an der Ecke. Mal gucken. Vielleicht kann ich ihn weiter rausholen. Ah ja. Genau, richtig. Dann bin ich nicht mehr im Wirkungsbereich der anderen. So, dann haben wir den schon mal auf jeden Fall erstmal weggemacht. Da hinten ist auch noch einer. Unter vielen. Ne. Den werden wir auch mal anpieksen. Los. Manometer. Hoho. Sind bestimmt noch fünf drin. Jetzt. So. Ob er wenigstens rüberkommt. Nee, ist nicht rübergekommen. Lach mich kaputt. Wenn er da stehen bleibt. Da ist auch noch ein Suchender. Bewegen sich nicht, aber der sieht näher aus. Ja, okay. So. Ah, er kommt ums Eck. Sehr gut. Wollen wir mal wieder ein bisschen locken. Okay, die anderen kommen auch nach. Ich bin mal gespannt, wie ich die alle ansammle. So, mal gucken, vielleicht kriege ich den Suchenden eventuell hier übers Eck. Nee, kriege ich nicht. Ah ja. Ja, mit der Magie ist es wohl weit hin, nicht? Oh, jetzt nur noch den hier. Ah, ich bin gefährlich nah. Mist. Ah, schade. Huhu. Da ist noch einer. Dann pick ich den an. Nee. Da prallt wahrscheinlich der Fall immer an irgendwas ab. Ja, genau richtig. So, komm doch mal da raus. Manometer. Eben was trinken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wieso kommst du da nicht raus? Ich möchte ganz gerne, dass du da ein bisschen rauskommst. Hm. Oder, ach was,
Mach mal die Eiswelle. Dann bleibt der erst schon mal am Frieren. Shit. Ist der jetzt kaputt? Ja, der ist kaputt. Sehr gut. Okay, dafür haben wir den jetzt auch gelootet. So, dann speichere ich nochmal ab. So, dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Wenn da hinten keine mehr stehen, dann wird garantiert irgendwo einer ums Eck sein. Und da ist er auch schon. Okay, jetzt muss ich eine gute Kombo einsetzen. Oh, da sind sogar zwei. Weihe. Hilfe, Leute. Wow. Ja. So, sonst noch irgendwo wer hier? Mhm. Und das sieht ja aus wie der gleiche Platz hier. Aha. Lustig's. Warte mal. Ich mach mal ein Fäckelchen an. Dann ziehen wir mal wieder den Kreis, gehen wir mal links rum, rechts rum meine ich. Ich finde die Musik, die jetzt so ein bisschen dramatisch wird, sehr gut. Oha. Okay, das merken wir uns da mal. Da ist ein Sarkophag und eine Truhe. Und wehe, ich brauche da einen Schlüssel für. Okay, gut, den Kreis haben wir jetzt gezogen. Quest der Adonus-Tempel. Okay, jetzt bin ich hier drinne. Nein, du sollst bitte nicht. Ach, Raven liegt da rum. Was auch um Fischbrief an Raven. Schlüssel von Ravens Truhe. Zwei alte Münzen. Okay. Muss ich im Schnitt gucken, was das war. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier an Logbucheintrag haben. Der Adonus-Tempel. Im Adonus-Tempel habe ich einen Toten entdeckt. Was er wohl hier gewollt hat? Fragezeichen. Da ich bisher kein Gold gefunden habe, gehe ich davon aus, dass man sich dieses bereits geholt hat. Vielleicht hat es hier aber auch nie welches gegeben und der Mann ist aus einem anderen Grund umgekommen. Aber das kann mir egal sein. Ich werde Tom berichten, dass es nichts zu holen gibt. Jede weitere Suche ist sinnlos. Ich habe noch gar nicht da an die Truhe geguckt. Dann gucken wir uns doch nochmal die Notiz von Raven an. Respektive der Brief an Raven. Hallo Raven, da ich dich nicht angetroffen habe, habe ich diesen Brief geschrieben. Die Boten des Meisters waren da und wollten wissen, wann du die Waffe aus dem Tempel holst. Bloodwind. Ach, Bloodwind. So. Gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Oh, wer lange findet, der sucht auch endlich mal was. Und zwar den Schlüssel von Ravens Truhe, den haben wir hier auch gefunden. Und das andere kann ich erst im Schnitt sehen, was ich da noch gefunden habe. Also, okay. Dann gehen wir mal geradeaus hin und gucken uns das hier mal an. Was es denn hier noch so in der Ecke gibt. So, hier lässt sich... Ach, du liebes Bissen, hier ist noch ein Schalter. Okay, als erstes gucken wir mal hier die Truhe nach. Okay, die müssten wir dann knackern. So, dann. Okay. Okidoki. Ging schnell. Steintafel aus Tempel. Ein alter Text gefunden in dem Adonus-Tempel in Jakendar. Dann noch ein Schlüssel. Ein Türschlüssel der Canyon-Bibliothek von Jakendar. Okay, merken wir uns das. Steintafel aus Tempel. Okidoki. Haben wir schon mal hier herausgeballert. Gucken wir mal, ob wir diesen Steintafel aus Tempel lesen können.
Ja, da stoße ich plötzlich auf so ein umgekehrtes Steintäfelchen, was jetzt da heißt Steintafel des Quarhodron, der Schlüssel zum Tempel Adanos. Okay. So, Jehedra Akanta. Okidoki. So, dann gucke ich nochmal weiter, ob ich noch eine andere Steintafel vergessen hatte. Nö, hatte ich nicht. Oho. Ja, bevor ich hier jetzt drauf drücke, speichere ich lieber mal ab. Ja, diese Chöre im Hintergrund, sorry, dass die immer unterbrechen, weil ich auch mal abspeichern will. Okay. Raus. Nee, es geht hoch. Gottverdamme. Wie viel sind es denn? Sind gleich zwei. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich trinke was und habe ich denn noch die Eiswelle? Die habe ich noch. Gut. Okay, machen wir erstmal den Spruch. Ja, war voll. Nehmen die Eiswelle. Riskieren, ein bisschen verletzt zu werden. Okay. Wohl hat jeder einfach mal einen Spruch gelassen. Also ich lasse übrigens, ich wurde gefragt von Thomas, ich lasse übrigens immer die Tasten los und mach die nicht so, so, da haben wir, und mach das nicht so per gedrückter Taste. Das habe ich jetzt mal, das wurde mir mal angefragt, das habe ich jetzt mal ausprobiert. An dieser Stelle auch mal herzlichen Dank für diese Anregung. Jetzt haben wir hier ein Portal, Heinz, ne? Also so ein Portalplateau. Da gehe ich noch nicht drauf, weil wir eben gelesen haben im Logbuch. Moment mal, hier ist sowas. Nee, ist nichts drauf. Im Logbuch, dass wir wieder zurück zu Raven gehen, zum, ja, wie hieß er? Tom? Hä? Okay, Einbahnstraße. Na, da muss ich es doch riskieren, auf dieses Plateau zu steigen. Vielleicht werde ich ja dahin teleportiert. Da, wo dann der Tom, glaube ich. Tom. Aber das geht. Tom, ja, natürlich. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ja, ja, mein Namensgedächtnis. Riskieren wir das mal, nachdem ich gespeichert habe, wo uns das Ding hinbringt. Ach, dahin. Ja, jetzt sind wir uns wieder davor. Das ist doch gut. Schön. Immer diese Einwegtüren. Herrlich. Gut, so, du warst hier, die Schlüssel. Moment. Ravens Truhe war, glaube ich, hier rechts ums Eck. Da ist Tom noch. Gut. Hier ist Ravens Truhe, den Schlüssel haben wir ja. 200 Gold. Rabenrecht. Und eine Ravens Erzbaron-Rüstung. Hui, naja, bringt nicht so viel Schutz. Aber was ist denn Rabenrecht? 140 Schaden? Jo. Ich habe das Recht des Rabens. Ja, dann gucken wir uns den Tom an. Wo ist das Gold? Es gibt kein Gold. Komm, erzähl keine Märchen. Wo hast du das Zeug versteckt? Ich habe nichts versteckt. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja selber in den Tempel gehen. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Da unten gibt es jede Menge Fallen. Ja. Verdammt. Und was jetzt? Nichts. Am besten kehren wir um. Komm mit. Ach, lass mal. Ich gehe lieber allein. Ich muss das Ganze erstmal verdauen. Verdauen. Ja, warte komm, mal. Verdau mal. Sind alles noch in Ordnung? Hey, wo ist das Gold? Es gibt kein Gold. Komm, erzähl keine mehr. Ich habe nichts verstanden. Mann. Hau bloß ab. Gut, okay. Ja, speichern wir mal. Dann gehen wir doch einfach mal eine Runde auf unserem Ziegensack schlafen legen. Bis zum nächsten Morgen. Ja, schön glatt streicheln. Mach's dir bequem. Auf dem harten Boden. So. Das ist ja lustig.
So, nochmal ein Logbucheintrag gucken. Das sieht aus, als wäre jetzt der Adanus-Tempel erledigt. Ich habe Tom berichtet, dass es im Tempel nichts zu holen gibt. Er war ganz schön fertig, als ich ihm das mitgeteilt habe. Ich denke mal, dass er einige Tage brauchen wird, um darüber hinwegzukommen. Gut, dann gibt es hier noch die Truhe. Da war wahrscheinlich was irgendwas. Ohne ja, den richtigen genau Schlüssel richtig. Kriege ich das nie auf. Also müssen wir auf jeden Fall später nochmal hier hin. Hehe. Oh yeah. Also, komm, lass uns nochmal hier. Oh, da ist noch ein Heilkraut, was ich vergessen hatte. Und schwupps. So, ja, jetzt muss er wieder rennen, dann, liebe Freunde. Aber dafür geht's jetzt zum Canyon, ne? Genau. Weil ich will jetzt endlich wissen, ob... Also OB, ob jetzt neue Gesprächsoptionen bei den Piraten sind. Da sollte ich auf jeden Fall nochmal... Ist hier was? Nee. Auf jeden Fall nochmal nachquaken, nachquatschen. Oder es bezieht sich nur auf die mächtige Waffe. Das finde ich ja cool, dass ich jetzt endlich mal in den Adanos-Tempel hineingekommen bin, dass wir das... Oder dass ich das jetzt mal geschafft habe. So. Skippy Boy. Okay, nix. Ich werde mich da nicht ein. Tom hatten wir eben schon gesprochen, da wird nichts kommen. Genau, richtig. So. Ein Greg wird auch nichts kommen. Ich bin aber immer noch, genau. Bisschen verunsichert. Das wird bestimmt die Belia-Klaue sein. Ja, machen wir mal eine Speicherung. Das wird sich nie ändern. Gucken wir mal den nächsten Schritt. Suche im Adanos-Tempel. Ich soll nach dem Verbleib der Himmelscheibe forschen. Diese wurde vermutlich vom Volk von Jakenda mitgenommen, als sie ihre alte Stadt verließen. Amenophis hofft, dass es im Adanos-Tempel eine Steinplatte gibt. Die haben wir ja gefunden. Die stand ja auf dem Kopf mit einem Spruch drauf. Die darüber Auskunft geben kann. Er gab mir den Schlüssel vom Tempel. Des Weiteren benötige ich 5 verschiedenfarbige Steintafeln. Die habe ich ja. Die ich in den Herrenhäusern von Jakenda finden könnte. Ah, okay, da steht ja auch das Wort Herrenhäuser. Der Seher riet mir, mit dem Piraten Tom in Gregs Piratenlager zu raiden. Da dieser ebenfalls nach den Steintafeln sucht. Woher weiß Amemufis das alles nur weiß? Ja, ich denke mal, ich habe die Platte ja gefunden, dass ich zurück zu diesem Amemnophis muss. Und jetzt bin ich am Überlegen, wo ist der? Wo war der? So, an dieser Stelle eine kleine Korrektur. Diese eine Steintafel und Quahodron, die habe ich ja vom Seher bekommen. Und die andere Steintafel, die ist unter Verschiedenes. Und da ist es. Steintafel aus Tempel. Die haben wir ja gesucht. Ein alter Text gefunden in dem Adanos-Tempel in Jakenda. So. Oh, Adanos, Jakenda droht die Vernichtung und wir müssen es schon bald verlassen. Doch wohin mit der Himmelsscheibe? Oh, deinem göttlichen Artefakt, welches wir bewahren sollten. Wir werden hierüber in der Bibliothek beraten und dort entscheiden, was weiter geschehen soll. Kardimom. Aha, gucken wir mal, was wir hier Neues haben. Das hat sich nicht, dann ist es die Himmelsscheibe. Hä? Was war denn jetzt passiert auf Ravenspiel? Fingers, okay. Ja, vielleicht habe ich jetzt das Tagebuch auch noch gefunden, weiß ich jetzt nicht. Muss ich im Schnitt gucken. Der Informant der Seher vielleicht. Ich habe immer eine Steinplatte gefunden, die Amiphos sicher interessieren wird. Sie berichtet, dass sich die Priester des alten Volkes unsicher sind, wohin sie mit ihrem Volk gehen sollten und sich hierüber in einer Bibliothek beraten wollen. Also ich muss sowieso zu Amenophis hin. Ja, wie schon gesagt, ich muss wieder suchen, wo der ist. Und wenn wir uns das genau angucken, ist er ja unten südlich da, in dem Oval da, was so aussieht wie ein Football am oberen Rand. Aber ich habe ja damals einen unkonventionellen Weg gewählt. Ja, dann muss ich mich jetzt auf den Weg machen, im Off am besten, um da wieder zu ihr wisst schon, da hinzukommen. Tja, nach einer kleinen Kontemplation in meinem Schmalzhirn und ein bisschen Hilfe meiner alten Aufzeichnungen, weiß ich jetzt, wo ich damals rausgekommen bin. Ich muss also wieder zu diesem Plateauzeug hin, also da, wo die ganzen vielen Teleporter
sind. Legendartechnisch. Und da gab es ja so eine Höhle, aus der ich rausgekommen bin, die so verwachsen war. Alles klar. Und da müssen wir einfach nur hin. Und Moment, war das links rum? Ich guck mal eben. So, jetzt sind wir hier. Genau, und irgendwo hier in dieser Richtung. Ich gehe mal hier hoch. Oh, es gibt hier noch. Hier gibt es noch lustige. Lustige Gobby-Bobbys. Gobby-Bobbys. Elite-Krieger, auch schön. Ja, dann werde ich mal eben. Und was ist das da hinten, das große? Also hier, ein schwarzer Waran. Uiuiui. Ich werde mal eben meine Sachen mal neu laden, indem ich den Giftpfeil angelegt habe. Und dann schauen wir mal, ob wir denn schon. Ja, one-hitten. One-hitten. Oh. Na? Kleiner Quellgeist. Da ist das Schwert. Schwarzer Waran, liebe Freunde. Ich glaube, ich werde mal abspeichern. Was es mit diesem schwarzen Waran auf sich hat, ist lustig. Okay, der ist noch im sicheren Abstand. Dann gucken wir mal hier. Okay, One-Hit mit Giftpfeil. Habe ich den schon mal gesehen? Was hat denn der alles? Haut eines Reptils. Okidoki. Ja, also wenn es hier wieder neues Kampfgut gibt. So, hier muss ich dann runter und dann ist da der Höhleneingang. Kommen wir aber gleich zu. Oder später. Ich will erstmal hier noch mal ein bisschen vordringen. Weil ich ja hier noch was gesehen habe. Genau, und zwar ein Suchender. Oh, nicht wieder einstecken. Nochmal machen. So, erstmal gucken, ob der Einzige ist oder... Oder wieder was oder was oder wie. Obwohl, hier habe ich gute... Hier habe ich guten Schutz. Ja, da ist er. Er schießt nicht. Okay. In der Nähe ist wohl keiner. Also, anscheinend. Ja, das... Die Flamme ist mir ein bisschen zu störend. Da sehe ich jetzt nicht, wo ich jetzt genau... Okay, den haben wir jetzt hier auch genommen. Also weiß ich jetzt nicht, wo meine Axt ist. Ich gehe mal eben was essen. So, und im Hintergrund höre ich noch Gobbo gekreetsche. Da ist einer. Zack. Oh. Hallo? Hat er den Falschen anvisiert? Ein bisschen angekratzt hier. Irgendwo da hinten war einer. Junger schwarzer Feuerwaran. Gut, wollen wir mal nicht so weit ab. Feuerwaran auch noch. Oh, der ist schon ein bisschen widerspenstiger. Okay. Gut, nicht zu weit ab. Wir wollen ja noch in dieser Folge den Herrn Seher besuchen. So, oh, Heilpflanze, springen wir direkt drauf. So, wo war denn jetzt die... Oder ich bin jetzt wieder völlig falsch. Nee, das war hier nicht. Das war hier nicht. So, das habe ich alles, das weiß ich. Jetzt komme ich hier nicht rum. Mach doch nicht so Spirenzchen hier. Oh. Ja, komme ich hier durch? Ja, Roland ist schlank genug, kommt hier durch. So, Dele. Jetzt aber. Da. So, das war doch irgend so ein Seitengang, den man von oben sehen konnte. Oh, auch der Regen macht mich ein bisschen... Segensreich. Genau
Oh, wow, wow. Drachensnapper, sowas Blödes jetzt aber auch. Shit! So, auf geht's. Nahkampf ist effektiver bei Drachensnappern. Okay, hab auch ein bisschen einstecken müssen, aber dafür haben die mehr einstecken müssen. Okidoki. So, dann schauen wir mal, wo denn hier nochmal der Eingang war. Oder habe ich mich jetzt hier völlig vertan? Nee, da war jetzt eine andere Stelle, aber das war hier irgendwo. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Ja. Das könnte sogar sein. Na? Ja, genau. Dadurch, da kommen wir nämlich zu diesem geheimen Ort. Zu Herrn... Herrn... Amenophis. Sehr schön. Na, kann ich nur hoffen, dass er was erzählt, ne? Ich habe diese Steinplatte gefunden. Kannst du mich heilen? Es wäre schwer... Okay. Ich habe im Tempel des Adanos diese Steinplatte gefunden. Außerdem lag am gleichen Ort dieser Schlüssel dabei. Das muss ich mir ansehen. Und? Irgendetwas Interessantes? Oh ja, zwar ist hier nicht verzeichnet, wohin sich das Volk von Jarkandar gewandt hat. Doch steht hier, dass man sich in der Bibliothek hierüber beraten wollte. Ja, das habe ich auch gelesen. Das kann nur die Bibliothek im Kenien sein. Und der Schlüssel, den du gefunden hast, scheint dort irgendeine Tür zu öffnen. In der Regel wurden die Ergebnisse solcher Beratungen auf einer Steinplatte verzeichnet. Vielleicht ist diese noch in der Bibliothek zu finden. Besonders wichtige Steintafeln hat man gerne in das Grab eines Verstorbenen gelegt, damit sie der Tote vor dem Zugriff Ungeweihter schützt. Im unteren Teil der Bibliothek gibt es eine Grabkammer eines bekannten Gelehrten. Da solltest du unbedingt nachsehen. Oh, das ist ja spooky alles. Moment, heißt das, dass ich in der Bibliothek mit Untoten zu tun haben werde? Damit musst du rechnen. Du solltest sehr vorsichtig sein. Na schön, das wären nicht meine ersten Untoten. Ich mache mich dann auf den Weg. Viel Erfolg. Adanos möge dich beschützen. Okay, ich bin ja auch... Lass uns mal hier komplett heilen. Kannst du mich heilen? Adanos, segne... Ja, bla, bla, bla. Ja, dann gucken wir mal ins Logbuch. Da haben wir die Bibliothek im Canyon. Die nächste Spur führt in die alte Bibliothek des Canyon. Dort soll eine weitere Steintafel zu finden sein. Dann die Himmelsscheibe, ist klar, auf Revens Spur, der Seher. Wir haben Adanos Tempel eine alte Steinplatte gefunden, haben wir eben vorgelesen. Die nächste Spur führt in die alte Bibliothek des Canyon. Dort könnte eine weitere Steintafel zu finden sein, die uns vielleicht verrät, was die Priester des alten Volkes beschlossen haben. Aha. Dann gab's untererfüllte Missionen. Suche im Adanos Tempel. Ich habe Amenophis die Steinplatte aus dem Adanos Tempel gegeben. Ja, liebe Freunde, weißt du was? Machen wir erstmal Picknick bis zur nächsten Folge. Ich werde mir hier lecker Fleisch braten und danke fürs Zusehen und Einschalten. Macht's gut, tschüss.